Hallo, jetzt im zweiten Video kümmern wir uns darum, wie aus den Aufnahmen, die in der Versöhnungskirche Waldshut mit der Marc Garnier-Orgel entstanden sind, einmal ein 360-Grad-2D-Video und ein 180-Grad-3D-Video werden. So, was haben wir alles an Daten aus dem Aufnahmetermin in Waldshut mitgebracht? Auf dem Mehrspurrekorder haben wir 6 Monotracks, 1 und 2 sind das Hauptmikrofon links und rechts, 3 und 4 die Stützmikrofone links und rechts der Orgel und Kanal 5 und 6 ist nochmal ein Raummikro, auch Stereoanordnung. Der zusätzliche Stereo-Track, den das Gerät noch abmischt, den haben wir nicht verwendet. Von der Fuse XR, von der 360-Grad-Kamera, bekommen wir einen MP4-Strom bzw. eine MP4-Datei, die zweimal das Fischaug, die Fischaug-Ansicht enthält und einmal einen Stereoton. Zur Bearbeitung habe ich auch ein bisschen Software eingesetzt. Zuerst einmal den Videoumrechner, das Fuse XR Studio, der gehört zu dieser Kamera. Mein bevorzugter Audio-Editor ist Audacity, mit dem arbeite ich schon eine ganze Weile und recht erfolgreich. Als Video-Editor habe ich OpenShot Video verwendet, da gibt es natürlich noch viele andere Lösungen, hauptsächlich auch teure gekaufte, die man immer dann höchstwahrscheinlich bevorzugen sollte, wenn es um einen professionellen Workflow, der einen hohen Durchsatz braucht, geht. Für die Bildbearbeitung nutze ich schon seit vielen Jahren Photoshop, habe ich gebraucht für ein paar Standbilder und um die Texte für den Abspann einzubauen. Und zusätzlich gibt es noch ein kleines Tool für die Extraktion von Audio aus MP4-Datenströmen, also aus MP4-Dateien. Ganz am Schluss braucht man noch Tools, um den Einbau der notwendigen Metadaten hinzukriegen. Diese Tools findet man über die 360-Grad- bzw. die VR-Virtual-Reality-Hilfe von YouTube. Da wird dann auf das 360-Video-Metadata-Tool und auf den VR-180-Creator verwiesen. Um die Aufnahme auf dem Multitrack-Audio-Recorder und auf der Rundumkamera zu synchronisieren, habe ich kurz nach dem Einschalten aller Aufnahmegeräte in die Hand geklatscht und habe jetzt so einen Impuls, den ich in allen Audiospuren wiederfinde, auf den ich dann synchronisieren kann. Der erste Schritt bei der Bearbeitung war, die Daten von der Rundumkamera mit dem dazugehörigen Programm in normale MP4-Files umzuwandeln, die ich dann weiter verarbeiten konnte. So klingen die verschiedenen Audioquellen, die ich zur Verfügung habe. Das Hauptmikrofon, Stereo links-rechts. Stützmikrofon links der Orgel. Stützmikrofon rechts der Orgel. Das Raummikrofon, abgewandt von der Orgel. Und das Mikrofon, eingebaut in der Rundumkamera. Musikalisch war das Signal so nicht zu gebrauchen. Durch Einsatz eines Equalizers gelang es mir aber, dieses mechanische Geräusch der Traktur herauszuarbeiten, um dem an sich sauberen Klang der Außenmikrofone noch dieses mechanische aus dem Inneren der Orgel hinzuzufügen. Für mich war dann das Optimum, die Hauptmikrofone wirklich als Hauptmikrofone, die Stützmikrofone etwas abgesenkt und noch ein ganz klein wenig der Geräusche aus dem Inneren der Orgel. Die so fertiggestellten Stereo-Audiospuren wurden mit der Videospur zusammengeführt. Dabei hat auch wieder der Synchronisierungsimpuls stark geholfen. Dann wird der Synchronisierungsimpuls weggeschnitten und das Video mit den Pixelmaßen und der Bildrate ausgespielt, die schon das MP4 mitgebracht hat.
Zum Schluss kommen noch die zwei bereits erwähnten Tools zum Einsatz, mit denen die notwendigen Metadaten dem Videostrom hinzugefügt werden, damit YouTube und andere Ausspielkanäle erkennen, dass es sich bei den angelieferten Daten um ein sphärisches, also ein 360-Grad-2D-Video oder um ein halbsphärisches 180-Grad-3D-Video handelt. Wie das genau geht, ist auf den einschlägigen Hilfeseiten von YouTube nachzulesen. Dort sind auch die Download-Links für diese zwei Tools zu finden. Jetzt fehlt nur noch die Veröffentlichung auf YouTube.